Hallo Leute, heute zeige ich euch nur ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Es ist kein Bastelvideo, keine Anleitung, nichts. Ich habe gestern am Morgen ein Video geschaut von Petra Lemier. Da hat sie eine Technik vorgestellt, die nennt sich Momigami. Und das ist wohl so, dass man mit dieser Technik Papier so bearbeiten kann, dass es sich dann stoffähnlich anfühlt. So habe ich das jetzt verstanden. Das ist auch nichts Neues, das hat sie auch gesagt. Also im ganzen YouTube wimmelt es nur von Videos verschiedener Art, auch deutschsprachig, englischsprachig. Und das kommt wohl aus Japan und ist eigentlich so, dass ein Papier mit einem Gemisch aus einer Speisestärke, die haben dann spezielle Speisestärke, die sie da verwenden, verarbeitet wird, also bestrichen wird. Und dann zerknüttelt man das Papier. Und dann hat Petra das wohl gesehen, dass man das bei einem englischen Kanal, dass man das unter Umständen auch mit Bodylotion oder Handcreme machen kann. Und das hat sie dann ausprobiert. Und ja, ich wollte es dann auch ausprobieren, weil mich das interessiert hat, wie das sich dann hinterher tatsächlich anfühlt. Und im Video selber hat sie dann noch gesagt, dass andere das wohl auch ausprobiert hätten mit verschiedenen Speiseölen und dann wäre das mit der Zeit ranzig geworden und hätte dann nicht mehr so gut gerochen. Und da habe ich mich erinnert, dass ich ja mal diese Fensterbilder gemacht habe, wo ich dann mit Babyöl das Papier bestrichen habe und dann ist das Papier leicht transparent geworden und dann kann man das ja laminieren, muss man nicht. Aber eben mit der Variante mit dem Babyöl, da finde ich das eigentlich ganz gut, weil das nicht ranzig wird. Also es riecht dann recht unauffällig. Also es ist ein ganz normales, einfaches, kann man in jedem Supermarkt oder Drogeriemarkt kann man das kaufen, das normales Babyöl. Und ich habe das dann beides ausprobiert, weil ich sehen wollte, ob es einen Unterschied gibt und ob das mit dem Babyöl dann eben auch gehen würde. Und das ist die Handcreme, da ist noch ein letzter Rest drin gewesen. Also jetzt ist immer noch ein bisschen drin, aber die war fast leer. Und die habe ich verwendet. Und das sind die Ergebnisse. Ich habe zuerst angefangen mit einem Designpapier oder Cardstock von einem Block vom Action. Das ist 230 Gramm Papier. Und ja, da kann man schon sehen, dass die Fasern brechen. Das ist die Variante mit der Handcreme. Dass die Fasern brechen und das ist dann hier so, dass das der innere Kern von dem Papier, das ist ja nicht durchgefärbt, dass das dann zum Vorschein kommt. Man kann es vielleicht, wenn man auch ein bisschen geduldiger ist, sanfter zusammenknüdeln und auseinandernehmen, aber ich wollte es ja einfach nur probieren. Und das ist die Variante mit dem Babyöl. Und da sieht man, also ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt, aber das wird auch leicht transparent. Jetzt ist das natürlich recht dickes Papier. Und da wird es dann nicht so durchscheinend wie bei dem hier zum Beispiel. Das war Kopierpapier, einfaches. Und hier ist jetzt noch der, also das habe ich gestern am Morgen gemacht, so um 10 Uhr. Und hier merkt man schon noch ein bisschen, dass es sich ölig anfühlt. Das hier war relativ schnell eigentlich so, also es, ja, es fühlt sich nicht klamm an, aber es hat, also es ist trocken, aber es fässt sich anders an als das Papier. Und ich hatte dann noch überlegt, da hier ja noch das mit dem Öl so drauf ist, ob ich das mit dem Öl auch ein bisschen abnehmen kann mit so Küchenpapier und bügeln. Also bei dieser Technik mit den Fensterbildern kann man ja das Motiv mit Öl einreiben und dann zwischen zwei so Küchenpapiere legen und kann dann viel von dem Öl einfach runternehmen. Das habe ich hier auch probiert. Ich war mir da nicht sicher, ob durch das Bügeln vielleicht dann die ganzen Knicke weggehen, aber das geht eigentlich. Also es ist jetzt nicht so uneben wie das. Schon ein bisschen glatter, aber die Knicke sind erhalten geblieben. Also die Struktur. Und ja, wenn man das irgendwie verbasteln will, dann ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das ein bisschen gerader liegt und nicht so ganz viele Hügelchen hat, sage ich jetzt mal. Ist aber auch noch nicht ganz, also das Babyöl, man kann es immer noch leicht spüren. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich zielführend ist. Ich habe es dann nochmal mit, also das ist das
dicke Papier, das 230 Gramm Papier. Und ich habe es dann nochmal mit Origami-Papier probiert. Das ist aus diesen Blöcken die oder Päckchen, die es manchmal auch beim Aldi gibt. Und das ist 80 Gramm schweres Papier, was ja eigentlich sehr gut geeignet ist zum eben so Origami-Figürchen falten. Und das ist jetzt die Variante mit dem Babyöl. Man kann es auch gut zerknüllen, aber das hat alles mit dem Babyöl. Dann kriegt das auch irgendwie so von der Haptik ein bisschen was, als wenn es irgendwie mit Kunststoff beschichtet wäre oder so. Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Aber es ist auf jeden Fall flexibel und das hat mir jetzt viel besser gefallen. Aber auch hier, das Babyöl ist noch drauf und da habe ich jetzt keine Variante mit Bügeln gemacht. Und das ist das mit der Handcreme. Und das gefällt mir eigentlich jetzt mit am besten. Also dünnes Papier und dann mit der Handcreme. So. Und das ist auch, ja, spürt man eigentlich nichts mehr. Es ist so gut wie getrocknet. Und dann habe ich noch ein letztes Blatt genommen. Das ist ein Papier aus irgendeinem Schreibblock. Auch, ich nehme an, 80 Gramm. Vielleicht ist es auch ein bisschen schwerer, aber ich glaube, es ist 80 Gramm. Das hatte ich mit Kaffee gefärbt und da habe ich das auch mit der Handcreme gemacht. Und das geht auch ganz gut. Hier, das ist eingerissen, aber das war vorher schon. Also, das ist nicht durch das Zerknüllen passiert. Da muss man halt dann selber gucken. Und es gibt anscheinend unterschiedliche Varianten. Die einen machen es so, dass sie das Papier erst knüllen und sich dann das Öl oder Kokosfett oder was ich da alles gesehen habe, in die Hände tun und dann so kneten. Ich weiß aber nicht, ob sich das dann wirklich so gut hier verteilt in dem ganzen Papier oder ob es dann einfach auch länger dauert und da habe ich jetzt auch nicht so den Nerv zu. Ja, ich habe es halt einfach komplett drauf gestrichen. Auch das Babyöl, das habe ich hier mit so einem, ich weiß jetzt nicht, hier irgend so ein Haushaltspinsel, habe ich das einfach aufgestrichen. Ja, das geht ganz gut. Ich habe dann noch mir ein Backpapier drunter gelegt, damit das überschüssige Öl mir nicht meinen Tisch und einsaut. Jetzt habe ich da aber nicht weiter rumprobiert. Also ich war gespannt drauf, wie sich das anfühlt, ob das dann wirklich so Stoffcharakter kriegt. Und mit der Handcreme hat es schon so, also es wirkt so ein bisschen wie diese etwas festeren Stoffservietten, die man manchmal im Restaurant bekommt. Also nicht die ganz dünnen Papier, sondern die etwas dickeren Servietten. So ähnlich fühlt sich das an. Ja, was ich jetzt damit mache, weiß ich nicht. Es waren ja nur Testsachen. Ich habe auch Papier genommen, was mir persönlich immer so ein bisschen Augenkrebs verursacht. Und das lege ich jetzt einfach irgendwie zur Seite und mal gucken, ob ich damit irgendwas mache, weil so im Junk Journal Bereich bin ich ja eigentlich nicht so richtig aktiv. Ich habe da, also ich gucke da zwar ziemlich viel und finde das sehr schön und interessant, aber selber habe ich noch gar nicht so viel gemacht von dem. Und da bin ich dann auch drauf gekommen, dass ich aber einfach durchgucke, was ich denn eigentlich überhaupt mit zum Thema Junk Journaling oder Junk Verarbeiten überhaupt schon gemacht habe. Ein paar Sachen sind dann schon aufgekommen. Eins kann ich euch nicht mehr zeigen. Das ist ein Notizbuch, was ich gemacht habe für meine Mutter. Das habe ich ihr geschenkt. Es kann sein, dass ich irgendwo noch ein Video davon habe, aber da müsste ich gucken, ob ich das noch finde. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich so gebastelt habe. Aber ich bin da überhaupt nicht Profi in dem Ganzen, sondern einfach, ich probiere mich da jetzt momentan aus, immer wenn ich so ein bisschen Langeweile habe. Und ja, das ist so ein kleines Buch. Da habe ich einfach auch diverse Papiere. Also das sind drei so Heftchen, die ich da versucht habe einzunähen. Allerdings ist das mit dem Nähen, entweder bin ich zu blöd oder, also ich glaube auch, dass dieses Stickgarn einfach nicht gut ist, weil das ist so, ja, recht dünn, finde ich. Und das Cover, das war mal eine, oh, ich bin gar nicht im Bild, hä? Also das Cover, das war mal rosa und das war eine Verpackung von dem Parfüm. Und ich hatte für eine andere Sache, ich erzähle schon wieder recht lang, oder? Ja, ist ja egal. Könnt ihr ausschalten, wenn es euch nicht gefällt. hatte ich für eine andere Sache was mit Goldfarbe angesprüht und habe mir dazu so Packpapier drunter gelegt. Und das, was nebendran gelandet ist, das sieht man jetzt hier noch und deswegen habe ich das verwendet. Und ja, die Papiere innen drin, das ist alles Mögliche, so von Verpackungen, altes Notizheft und alter Kalender, wo die Seiten nicht beschrieben waren, die habe ich mir dann rausgerissen. Ja, da ist eigentlich alles Mögliche drin gelandet. Und hier ist noch so aus einem Gesangsbuch eine Seite. Und das nehme ich jetzt einfach, glaube ich,
immer mal her, wenn ich irgendwie ein schönes Zitat oder sowas sehe, dass ich mir das da reinschreibe. Dann habe ich das alles an einem Ort. Und dann habe ich, das war auch an einem Fernsehabend, da habe ich einfach eine Verpackung genommen. Da war ein Buch drin. Das war von einer Büchersendung. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache, aber ich habe es einfach mal beklebt. Das ist halt was man dann gut vor dem Fernseher machen kann. Jetzt beim Bekleben von dem Ganzen muss ich mir vielleicht nochmal was anderes überlegen, weil ich habe mir da so hier von Action den Tacky Glue mit Wasser angemischt und dann mit dem Pinsel aufgetragen. Und das ist jetzt immer noch leicht wappig und das ist schon ein paar Monate her, dass ich das gemacht habe. Aber das war jetzt zum Beispiel auch eine Variante, wie ich diese Papiere gut verwenden konnte, weil ich habe immer nicht gewusst, also klar, man kauft die und manche Sachen nimmt man dann auch zum Basteln her. Aber da bleibt halt immer noch sehr viel übrig und das ist, ja, man weiß nicht genau, ich mache keine Origami-Figürchen. Auf jeden Fall habe ich mir das in Streifen geschnitten und dann so verarbeitet. Und das geht ganz gut, weil es eben relativ dünnes Papier ist, so dass das Material einfach nicht zu sehr aufträgt, so wie wenn man einen anderen Cardstock oder Designpapier oder irgendwas nehmen würde. Und hier, das ist auch nur aus Spaß entstanden. Also das war auch, das war einfach nur ein Blatt Papier. Da habe ich halt Schnipsel von irgendwelchen anderen Sachen, die ich verbastelt habe. Wenn da irgendwo vom Zurechtschneiden hier von den Seiten zum Beispiel, wenn da was uneben war, dann habe ich das einfach da drauf geklebt. So ist das zustande gekommen. Da habe ich dann versucht zu nähen, aber es ging nicht so gut. Ja, und das ist auch einfach nur, da ist noch ein Backpapier, wo ich drauf gemalt hatte, also als Unterlage genommen habe zum Malen. Und da ist auch noch nichts drin passiert, ist aber auch schon seit ein paar Monaten habe ich das. Ich habe es einfach eben, weil das sind auch so Sachen, die man vom Fernseher dann gut machen kann. Keine Ahnung, was ich damit mache. Also innen drin dekorieren und so, müsste man dann ja auch noch. Dann habe ich hier, und da kann man sehen, wie alt das schon ist. Januar 2022 habe ich das gemacht. Und ich wollte das eigentlich so als Notizbuch verwenden. Aber wie man sieht, ich habe da nichts reingeschrieben bisher. Und das hier außen ist auch nicht so, wie ich mir das jetzt noch, also als ideal denke. Weil das ist ein Geschenkpapier und das ist sehr dünn. Die Seiten innen drin, die sind viel, viel stabiler als das Cover außenrum. Ja, und da habe ich auch einfach alles Mögliche, Verpackungspapier oder ich habe noch einen alten Straßenatlas, da habe ich eine Seite rausgenommen. Ja, ist alles Mögliche ist da drin. Und da war es dann damals so, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es so lange her ist, dass ich das für diese Größe gemacht habe. Und zwar ist das eine Papiertüte gewesen. Die habe ich ein bisschen zusammengeklebt, aber dann habe ich sie per Hand mit einem Stickgarn vernäht. Und dann habe ich mit Gesso und Acrylfarbe habe ich es dann außen angemalt und ja, es ist auch noch nicht fertig. Ich habe es nicht benutzt und es wäre halt einfach nur so eine Schutzhülle für das, was dann da so reinkommt. Ja, und das ist jetzt eben letzten eineinhalb oder zwei Jahre und was ich aber noch entdeckt habe, das habe ich schon wieder fast vergessen. Ich habe hier eine ziemlich alte Flow und ich weiß gar nicht, die schreiben da gar nicht drauf, von wann das ist, aber hier steht Nummer 1. Deutschland, Nummer 1. Ich weiß nicht, ob das wirklich die erste Ausgabe ist. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Weil ich die angefangen habe zu lesen, nachdem ich schon mal eine in der Hand hatte, meine ich. Aber wenn da Nummer 1 draufsteht, vielleicht ist das Nummer 1. Oder was weiß ich, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Jedenfalls habe ich da auch irgendwie, wenn ich irgendwo Farbe über hatte oder sowas, dann habe ich das da einfach reingeschmiert. Da hatte ich mir so Bappel reingemacht, dass wahrscheinlich ich mir einfach überlegt habe, dass ich da vielleicht irgendwann mal noch was mache. Das weiß ich gar nicht. Ja, ich wollte raus. Ja, so ist besser, ne? So sieht man mehr. Genau, dass ich mir entweder mit dem Spruch oder irgendwas, dass ich drumrum male oder keine Ahnung. Oder dass ich hier habe ich auch mal angefangen zu grundieren. Genau, da habe ich dann so einen Spruch freigelassen.
da auch eben Motiv und verschiedene Seiten habe ich zusammengeklebt, damit es ein bisschen dicker ist. Und ich habe da leider auch Flüssigleim genommen, Flüssigkleber, sodass das Papier wellig geworden ist. Also das würde ich jetzt so nicht mehr machen. Aber jetzt ist es so. Keine Ahnung. Eben verschiedene Sachen schon gemacht, da grundiert. Und hier habe ich mal ein Bild gemalt. Da gibt es auch ein Video zu. Ist auch schon ziemlich lange her. Da habe ich einfach mit Acrylfarbe und anderen Farben habe ich da einen Flamingo gemalt. Und hier auch so einzelne Sprüche, die in dem Text gestanden sind. Entschuldigung. Die habe ich einfach stehen lassen. Und ja, da ist jetzt nicht mehr so viel. Eine Sache kann ich noch zeigen. Hier, und zwar fand ich den Artikel fand ich sehr spannend und die Fotos so schön. Und dann wollte ich mit dem Foto was machen. Ich wollte aber nicht das nicht rausschneiden, sondern ich wollte das gern behalten. Und dann habe ich mir das kopiert auf so ein cremefarbenes Papier. Briefpapier war das. Und habe das kopiert. Dann da auf dem Papier rausgeschnitten. Dann habe ich mir noch einen Spruch ausgedruckt und den noch mit Schwarz hinterlegt. Das sind von der Stanze irgendwelche Blumen. Ja, man sieht es ja. Und dann hier hatte ich auch noch ein bisschen, und das ist keine Strukturpaste, sondern das war, ich glaube, ein Gesso, was ich mit so einer Art Vogelsand vermischt habe. Oder war das Kaffee? Ich glaube, das war Kaffee. Aber schon so lange her, ist ja auch egal. Und der Tag, das war eine Verpackung von so Stanzen. Das habe ich dann halt einfach hergenommen und da drauf geklebt. Ja. Ja. Das ist eigentlich schon so, glaube ich, das meiste, was ich so zum Thema Junk Journal gemacht habe. Ja, hier ist noch eine Seite, wo ich lauter Briefmarken einfach reingeklebt habe. Bei manchen ärgere ich mich jetzt. Da sind ein paar schöne bei, die wären einzeln vielleicht für was anderes schöner gewesen. Aber jetzt ist es halt so. Jetzt sind die da drin. Genau. Und eine Sache habe ich da noch wiedergefunden. Ist auch schon ziemlich lange her. Ich glaube 2015. Also das sind einfach verschiedene Blätter, die ich aufgehoben habe. Hier hat meine Mama mal in der Apotheke, da gab es so einen kostenlosen Kalender. Den hat sie mitgenommen. Und dann hat sie mir da Fotos eingeklebt. Ja, das sind einfach ein paar Rezepte, die ich irgendwann auch nochmal einsortieren wollte. Genau, und das ist von, ich glaube, 2015 oder 2018. Ich glaube, 2018. Da habe ich das Ding gebastelt. Und das ist auch einfach verschiedene Papiere, die mir halt gut gefallen haben. Und die Papiere, die mir gar nicht gefallen haben, wo man dann noch was drauf werkeln kann und das dann einfach verschwindet, weil mir einfach nichts dazu einfällt, was ich damit basteln soll. Aber ist ja Geschmackssache. Die habe ich dann da quasi reingemacht und dann immer, wenn in irgendeiner Zeitung, wie zum Beispiel der Flow, irgendwas drin war, was ich gerne aufbehalten wollte, aber nicht die ganze Zeitung behalten wollte, um dann da drin zu suchen, habe ich mir das dann ausgeschnitten und habe gedacht, also so könnte man das dann verwenden, dass man, wenn man so Ideen hat, egal ob das jetzt Bastelideen oder Geschenkideen sind oder sowas, dass man die dann da reinkleben kann. Und das fand ich einfach schön. Ich finde Ziegen einfach cool und ist die echt spannend, riesige Ziege. Ja, das ist einfach noch so eine Sammlung. Auch wieder irgendwas mit Sprüchen. Und meine Mutter war da mal zu Besuch bei uns und die hat auch jetzt sich das angeguckt. Das sind auch nochmal Rezepte. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es ist. Aber sie hat irgendwo, das sah einfach schön aus von den Farben her, finde ich. Irgendwo ein Spruch. Ja. Da hat sie mir eine Nachricht eingeklebt. Aber hatte sie nicht noch irgendwas gemacht? Ja. Also da ist jetzt auch nichts Spannendes drin, was ich euch großartig zeigen kann, wo ich jetzt sage, das ist jetzt super sehenswert, aber es ist halt einfach nur so eine Sammlung von Sachen,
die, wo ich nicht wegschmeißen wollte, ganz einfach, aber wo es halt Spaß macht, das auch mal wieder anzugucken. Ja, das war es eigentlich. Die fand ich auch so schön. Genau, also das sind so im Großen und Ganzen eigentlich meine Junk-Journal oder Junk-Verarbeitungsgeschichten. Ist jetzt nichts, wo besonders herausragend künstlerisch ist. Ich habe gedacht, ich zeige es einfach nur mal, weil mir das jetzt in den Sinn kam, wo ich nicht wusste, was ich mit den Papieren, die ich hier gemacht habe, mit dieser Momigami-Technik oder wie das heißt, weil ich nicht wusste. Ich wollte da jetzt nicht mehr von machen, weil ich keinen Plan habe dafür, wie ich das verarbeiten könnte. Aber ja, dann bin ich halt drauf gekommen, dass ich mal gucke, was ich überhaupt schon an so Junk-Zeug gemacht habe. Und ich habe noch was anderes, aber da mache ich ein separates Video zu. Ist kein Junk-Journal. Aber es hat auch mit Müll zu tun. Es ist ein Junk-Projekt, sage ich jetzt mal. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Schaut auf jeden Fall mal bei Petra auf den Kanal. Da erklärt sie noch mal ein bisschen was zu dieser Momigami-Technik und dass das eben eigentlich mit einer Speisestärke gemacht wird. Aber es gibt auch diverse andere Videos. Ich habe jetzt auch welche gesehen, die auch verschiedene Sachen ausprobiert hat, wie Kokosöl und Babyöl und Bodylotion und das ist auch ein deutschsprachiges Video. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, ehrlich gesagt, bei wem das war. Auf jeden Fall, falls euch das interessiert und ihr da auch eine tolle Idee für mit habt. Also eine Sache habe ich nämlich noch gesehen, eine Amerikanerin, die das gemacht hat, die hat das auch dann klein geschnitten oder gerissen und dann hat sie da teilweise, also sie hat so Mini-Collagen gemacht und das dann vernäht miteinander, weil ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wenn man das Babyöl hat, ob da überhaupt Kleber drauf hält, keine Ahnung. Aber